Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wild Partei. So, wir sind jetzt oben hier fast fertig mit dem Dreschen. Und das bisschen dann noch. Das Dreschen müssen wir eben schnell weg. Es sind nur noch wenige Tage zu Weihnachten und ich freue mich riesig. Ich hoffe ihr auch. Weil endlich mal ein neues Mikrofon. Endlich. Gucken, wie ich das so mache, weil ich denke, ich habe direkt ein kleines Problem am Anfang, weil wo ich das Mikrofon hinstellen werde, das ist ja ein Membranmikrofon. Und das Problem ist halt wirklich meine Tastatur. Die ist laut. Guckt. Hört ihr sicher gerade? Das ist scheiße, auf Deutsch gesagt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt aufnehme oder so, Tastatur ist dazu, dann ist es ja sehr scheiße. Und das will ich nicht, dass das Ganze da drin ist. So. Perfekt. Müssen jetzt hochfahren. Am besten so rum. Gucken, ob das wirklich klappt, weil ich bin mir nämlich nicht sicher. Wegen der Breite, wegen dem Stadtwerk halt. Na, da fangen schon die Probleme an. Bis mich jetzt hier links so. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir da durchpassen. Die hoch ist ja kein Problem, aber der Zaun gleich. Kann ich noch ein bisschen hier fahren, auf dem Feld halt, praktisch gesehen. Aber ich könnte so schräg darüber fahren. Hier, das müsste sogar klappen. Ja, klappt. Na, passt ja. Ich hole mir Raps. 5. Nein. Perfekt. Dann sollen wir Johnny hochfahren. Oh, das Gewicht kotzt an, dass es so niedrig hängt. Apropos. So. Ich hatte schon mal mehr PS, das merkt man ihn an, sehr, also an John Deere. Trotzdem, er muss schon was ziehen. Ist ja vollkommen okay. Wir brauchen Güllefass. Auf jeden Fall. Und mehr, ich bin sehr viel, kaufen uns mehr Kühe. Hier nach. Nach der Ernte.
Weil mehr Kühe haben mehr Zwischengeld, also was sie so am Tag bekommen. Generell halt. Das ist schon praktischer dann. Ich mal hier. Ja, der ist jetzt zu 57% voll. Boah, der nervt. Oh, hoppla. Den Spoiler mache ich hier hinstellen. Entschuldigung, den Zitter. Kannst du hier stehen bleiben? So, Beine haben wir auch noch. Stroh. Ja. Ist nicht nass geworden, irgendwie. Perfekt. Wenn wir jetzt verkaufen, wir jetzt halt wirklich nur 140 Euro bekommen pro Bein. Deswegen lieber nicht. Stroh ist wertvoll für uns erstmal. Unser Deutz. Unser. Das hab ich mich so deutlich vertan. Unser Fendt. Die Ernte ist richtig gut ausgefallen. Wirklich sehr, sehr gut. Lang hier hinstellen. So. Ich mal wieder hier rein. Ich muss erstmal tanken schnell. Der gute alte Raps. Was können wir sonst noch machen? Jetzt hier so schnell mit dem Fendt. Ich weiß was. Da müssen wir dran hängen. Schon mal. Könnt ihr schon an, was ich vorhabe, nämlich? Nämlich mähen.
Schieben wir dann hier rein. Oh, ich habe jetzt Doppelbereifung dran. Das wollte ich jetzt nicht. Ein bisschen quer hier rein, so dann stört er auch nicht, wenn wir uns hier reinfahren müssen. So, dann müssen wir jetzt wieder den Drescher gucken. Der sehr, sehr schön am Dreschen ist. Hä? Was macht der denn jetzt da? Mal kurz machen lassen. Lass den schon dir wegstehen. Das ist doch gar kein... Oh. Und Bombe dagegen gefahren. Schon wie immer eben. So, fahren wir da wieder hoch. So viel ist das ja jetzt auch nicht mehr. Kriegt man, denke ich, nicht mehr rein, leider. Rest mal einfach mal ins Silo rein. So als kleine Anlage, falls wir wirklich dringend Geld brauchen, dann können wir das bisschen Raps verkaufen. Habe ich nicht noch Gerste im Lager drin? Ich habe mich noch ein bisschen raus, die 9000 Liter dann. Da muss ich die ganzen Geräte da wegstellen erstmal. Dann lasse ich hier drin auch ins Geld im Lager. Ich will jetzt schon mal ein neues Mikrofon haben, aber es ist voll deprimierend irgendwie.
will es unbedingt haben. Auch müssten wir unten bei der Raiffeisen, glaube ich, verkaufen können, für einen guten Preis. Und davon zwei weitere Kühe kaufen. Auf jeden Fall. Ob das noch alles reinpasst, in den Hänger. Ich bin nicht sicher. Und dass wir uns nur 2% hier reinpassen. Das lasse ich einfach stehen. Ein bisschen schätzen jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Will ich mal zum Hof fahren? Ja, kann ich das Ganze raus, was noch eben mitnehmen? Das gibt es doch nicht. Das ist echt scheiße. Muss ich hier zwischenfahren? Ich würde jetzt sehr gerne halt die Brücke fahren, aber es klappt leider nicht. Leider. Bei dieser Zaun. Nicht hingucken, Leute. Okay. Dumme Idee von mir abzukürzen. Jetzt ich den direkt zurück. Scheiße. Okay, erstmal verkaufen. Ja, Info. Raps.
Nur agrares Getreide, okay. So, schnell erst das Heimfahren. Ah, nicht aufs Handy gucken, dabei beim Fahren am besten. Denn das ist doof. Erstmal wiegen. Knapp 30 Tonnen. Ja. Schon ordentlich. Das andere jetzt noch. Schnell zurück zum Hof. So, perfekt, perfekt. Direkt hier hoch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Am Tag im Frühstück noch sehr mal schnell den Drescher, den restlichen Raps. Ich meine, tschüss und schau bis zum nächsten Mal. Oh, like mit Plays. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn noch nicht. Dann schau bis zum nächsten Mal.